So, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, Mission Int aufwerten geht jetzt weiter. Ich weiß nicht warum, aber jetzt haben wir es 4:09 Uhr. Gestern um die Uhrzeit hatten wir es irgendwie 11 Uhr. Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Aber mir fällt gerade ein, oder mir ist eben eingefallen, wir sollten vielleicht mal... das Ding hier rüber packen. Und wir hatten ja ein paar Werkzeugkisten gefunden. So. Die packen wir mal hier hin. Und dann sollten wir jetzt vielleicht mal gucken, so, was mit unserem Base ist, was mit unserer Base ist, und gucken, dass wir das kurz noch reparieren, bevor die Base irgendwann ganz weg ist. So, 225 Teile, okay, das sieht schon nicht gut aus. Dann müssen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen was machen. So. Und immer noch 111, oh Gott. So, wir haben jetzt noch 84 Teile, die irgendwie nicht wirklich in Ordnung sind. Aber wir haben hier auch, doch, hier haben wir noch 22. Haben wir sonst hier noch irgendwo Werkzeugkisten drin? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich möchte auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich unsere ganzen Int-Dinger hochkriegen, damit wir hier auch mal langsam anfangen können, Schränke zu bauen. Und überhaupt mal die Base weiterzubauen, aufzurüsten und. Weil das ist, ja, nicht so wirklich Sinn und Zweck der Sache gewesen, als ich hier angefangen habe zu bauen. Nur, ja, ich hatte es jetzt auch schon mehrfach gesagt, möchte natürlich jetzt nicht wirklich einfach weiterbauen, weil dann die ganzen Punkte fürs Bauen und sowas natürlich weg sind. Deshalb müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Int hochkriegen. So. Stoffwechsel. 2 Int. Ja, wir haben immer noch 2 Int. Deshalb auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir langsam aber sicher mal die Speichermodule ja entweder mal bessere finden, weil wir hatten ja gestern mit dem, den wir schon hatten, 3 Achter gefunden. Das ist jetzt auch nicht so wirklich toll. Weil es dauert halt dann auch wirklich ewig, ne, wenn man 8-mal in die Bunker reingeht. Oder in den Bunker überhaupt und so. Um so ein bisschen die Int hochzukriegen. Deshalb würde ich jetzt ja hoffen, oder ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt vernünftige Module finden. Nein, Speicherchips da finden. Das wäre nur was weiß ich. Am besten wäre natürlich Goldenes gestern schon gewesen. Dann hätten wir gestern einmal aufladen können, heute das zweite Mal aufladen können, dann hätten wir auch direkt die Int hochbringen können, aber ich sage aber 8-mal, das dauert halt ein bisschen. Und ich glaube, bis wir die auf 5 haben, die Int, was ja das höchste dann trotzdem ist, dauert es halt auch ein bisschen. Das Problem ist halt, ja, ich habe früher halt gedacht, wenn man 5 Int hat und man hat die Module, kann man die auch auf 8 hoch pushen, aber das ist leider nicht so. Es geht nur auf 5, du kannst dann mit den Dingern hier maximal auf 8 hoch, aber das war es dann auch. Und das hält ja dann auch nur, weiß ich nicht, halbe Stunde oder sowas. Jetzt brauchen wir als erstes mal wieder, fällt mir gerade ein, einen Schraubendreher. Ich hoffe, wir hatten jetzt auch noch genug. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem und kommen gar nicht rein. Schraubendreher bitte, please. Obwohl, warte mal, wir haben doch hier... Ne, ist also soweit eigentlich alles ganz, ja, gut. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ja, hier haben wir das andere Achtermodul. Aber ich sage, 16 Mal jetzt für 2 in die Bunker zu gehen, das ist
Wahnsinn. Das. Obwohl, warte, wir müssen nicht schießen. Wir haben noch einen Katana. Wo ist er denn? Inu, dann komm doch auch her, da. So. Dann haben wir das auch schon mal. Obwohl, warte mal, wir könnten, oder wir haben, glaube ich, haben wir hier nicht Dings drin? Inventar öffnen. Noch Schraubendreher. Guck mal, da ist einer. Ja, okay, bringt jetzt nicht viel, weil das ist nur uns, das sind nur zwei. Das ist sehr schlecht. Das Ding nochmal da rein, Inventar öffnen. Der ist leer, das ist auch nicht so. Ja, das ist zwar toll, aber nicht das, was wir gerade brauchten. Aber ich habe gerade eben gesehen, hier hat man noch einen 20er. Weil wir müssen auch gucken, dass uns da die Munition natürlich nicht ausgeht. Zusammenführen, so. Das hier auch direkt auspacken, das ist, glaube ich, das Beste. So. Das dann darüber. Jetzt brauchen wir Schraubendreher. Verdammte Hacke, jetzt sag mir nicht, ich habe keine Schraubendreher mehr dabei. Das wäre, ach nee, den hatten wir schon. Das wäre jetzt tatsächlich nicht so toll. Ja, das ist wieder Planung pur. Oh Mann, wir haben keine Schraubendreher mehr. Echt jetzt? Ach nein, da war ich doch schon drin gucken. Mann! Jetzt sag mir nicht, wir müssen nochmal nach Hause wegen dem Schraubendreher. Das wäre... Obwohl, wir könnten eigentlich was machen. Was ich sonst eigentlich nie machen würde. Aber ich glaube, für das Video ist das in Ordnung. So, wir hüpfen mal kurz hier hin. Ich gehe mal kurz auf Discord. So. Also wie gesagt, im Prinzip mache ich sowas ja gar nicht, weil ich möchte die Sachen eigentlich lieber selber finden. Aber damit das Video jetzt hier weiterlaufen kann und wir jetzt nicht erst wieder zurück müssen und, mache ich eigentlich was, was mir so ja eigentlich gar nicht gefällt, aber muss nur kurz gucken. Nein, da war es nicht. Das ist es auch nicht. Ne, das ist es auch nicht. Fischen war es nicht. Nein, nein, nein. Aus da. Hallo, zurück. Ist. Was ist das hier? Ne, ich glaube auch nicht, oder? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Weil ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Ich habe es nur mal gesehen, dass es das hier gibt. Hier ist es auch nicht. Oh Gott, wo ist denn das jetzt? Ah, da ist er. Entweder nehmen wir den oder wir nehmen das. Ne, wir nehmen den hier so. Dann kaufen wir den jetzt. In der Hoffnung, dass dann jetzt auch gleich die Drohne direkt da ist. Okay, nein, das geht natürlich nicht. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Wir sind außerhalb. Es gibt anscheinend irgendwo einen Punkt, wo die Dinger spawnen würden. Also man könnte kleine Schraubendreher und sowas kaufen. Aber dafür muss man wohl in einer bestimmten Region sein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt gleich doch... Ne, das ist verkauft, da war er nicht drin, wie gesagt. Also entweder müssen wir jetzt doch zurückfahren. Wir könnten aber hier noch mal kurz reingucken. Ne, hier hat man auch keinen Schraubendreher reingepackt. Das ist ein paar Löde. Dann müssen wir doch zurückfahren und hoffen, dass wir in einem der anderen Dinger noch einen Schraubendreher hatten. Kisten, meine ich natürlich jetzt. Okay, da ist auch nichts. Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass ich auf dem Account
Oder dass ich hier allgemein so einen Schraubendrehermangel habe. Verdammt. Es läuft. Ich glaube, es wird gerade hell. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall Knackzeug. Och Mann. Gut, das ist typisch Falli-Planung und so. Wir müssen nochmal kurz nach Hause in der Hoffnung, dass wir da Schraubendreher finden. Ich war eigentlich der Meinung, wir hätten noch genug Schraubendreher dabei und im Auto. Das läuft natürlich super, super gut. Da hier. So. Ja, und ihr wisst es halt selber, mit den zwei Schraubendrehern kommt man nicht weit. Also einmal schon oben falsch geknackt, fehlte ja schon Schraubendreher. Und da habe ich ja momentan eine Flatrate drauf, irgendwie das mit den Codes zu verkacken. Ich dachte eigentlich eine Zeit lang, weil es halt ganz gut geklappt hat, ich hätte da jetzt den Durchblick, aber anscheinend nicht wirklich. Deshalb müssen wir jetzt nochmal zurück. So. Mission End ist noch nicht so voll gelaufen. So, ich hoffe einfach, wir haben jetzt hier auch irgendwo Schraubendreher, weil sonst haben wir nämlich echt ein Problem gleich. Nuko, mach das Ding hier auf, zeig, was drin ist. Ich hab jetzt, ich hab's eilig hier. Wir haben ganz viele Dietriche, aber keine Schraubendreher, so wie es aussieht. Ey, das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Und, auch kein Schraubendreher, sehr schön. Kann doch nicht sein, dass ich schon alle Schraubendreher verballert habe hier. Aber ist dann anscheinend so. Oh nee, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt wirklich nicht wahr, oder? Das kann nicht sein. Inventar öffnen, leer. Ja, vielleicht was drin. Auch leer. Okay, wir haben irgendwie keine Schraubendreher mehr. Oh, ey, das ist jetzt aber. Mal gucken. Ich gucke mal kurz. Wie gesagt, auf Discord gucke ich jetzt noch mal. Wo auch immer der hier wäre. Ah, da. Wo auch immer der wäre. Moment, ich brauche den Tuning Shop. Der ist wo? Da. Ah, okay, ich weiß, wo er ist. Ups. Gut, dann müssen wir mal kurz gucken, dass wir da hinkommen. Ja gut, wir müssen hier hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr 10 Stunden. Nein, Quatsch. Also wir fahren da jetzt hin. Ich glaube, wir würden dann gleich so 2-3 Drecker holen in der Hoffnung.
dass das auch funktioniert. Natürlich muss ich so auf dem letzten Stück noch das Auto beschädigen. Das ist echt der Hammer. So, ich mache da wie gesagt heute mal eine Ausnahme und jetzt aber nur fürs Video. Und wenn wir das nächste Mal keinen Schraubendreher mehr haben, dann müssen wir halt ja, Mission Intelligenz ein bisschen aufschieben. Und dann die Tage erstmal Schraubendreher suchen gehen oder so. Aber ich war tatsächlich der Meinung, wir hätten einiges an Schraubendreher noch gehabt. Aber ja, das Spiel sagt mir gerade leider was anderes. So. Dann fahren wir doch hier auf jeden Fall mal gucken. Mann, ey, das ist immer... Ja. Wenn man sich was vornimmt und dann die Zutaten dafür nicht hat oder so, das ist voll mies. Da steht ein Kühlschrank. So, dann wollen wir mal gucken hier. Das sollte ja eigentlich dann hier drin sein. Gucken, wie kommen wir denn da hin? Hier geht's rein. Mit viel Glück, was? Parkplatz. Ja. Tuning Shop. Ich glaube, hier muss das sein. Car Trader. Halt, stopp. Okay. Nein, Car Trader wollte ich nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal hier draußen. So, dann versuchen wir es jetzt auch bei Neues. Ach ja, der muss pinkeln. Der geht mir um. Der geht mir gerade auf die Nerven. Das wird jetzt nicht gepinkelt. Vergiss es. So. Und nochmal zurück. Und dann jetzt hier. Hä? Oh. Wie ich das hasse. So, da sehr schön. Warte, 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 warte. Jetzt. Ja, warte, ich gucke mal irgendwie. Wir schauen mal. So. I hope so, it kommt jetzt. Oh, echt jetzt? Muss ich da jetzt echt rein? Tuning Shop. Ja, das ist doch hier. Warum bin ich denn dann außerhalb der Zone? Das kann doch nie sein. Wenn er mir jetzt wieder sagt, ich bin falsch oder so, dann weiß ich es auch noch nicht. Dann puller ich jetzt hier an den Tresen. Ah, guck, da ist er.
Wir haben einen 40er Schraubendreher. Hatten wir jetzt zwei bestellt? Weiß noch nicht. Komm, mach doch hin hier. Falls wir zwei bestellt hatten. Was? Könnte natürlich tatsächlich sein, oder? So. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Stück. Ja, ich habe gerade eben irgendwie ein paar Mal drauf geklickt. Vielleicht das ist auch der Grund. So, jetzt muss ich erstmal gucken, muss mein Charakter eigentlich noch oder hat er jetzt schon. Ah, der muss noch auf jeden Fall. Gut. Den machen wir. Lass mich hier rüber, danke. So, dann machen wir jetzt direkt beides. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall wieder Schraubendreher und können jetzt gucken, dass wir das Ding da knacken. Und ich bin mir ganz sicher, wir hatten noch irgendwo Schraubendreher. Ich sage, ich werde die wahrscheinlich jetzt finden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Dann werden wir wahrscheinlich alles Mögliche hier finden. Und ich sage, im Normalfall ist das halt nicht wirklich mein, ne, mein Anliegen, sowas hier zu kaufen, weil ich bin der Meinung, das ist ein Survival Game und das sollten wir finden. Ich gucke jetzt aber tatsächlich nochmal. Halt. War hier nicht gerade noch was? Anscheinend nicht, okay. Ich war aber jetzt gerade echt der Meinung, hier wäre noch was aufgeploppt. Egal. Wir haben jetzt die Schraubendreher, die wir brauchen. Jetzt geht's ab nach nach die Bunker. Und dann gucken wir mal. Würde ich tatsächlich hier reinpacken wollen. So. Und dann gucken wir jetzt, wie weit wir kommen. Nein, 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 nein. Das war klar. Schade. Ach Mann, wenn man es mal eilig hat. So, dann hör auf zu wippen. Sonst kann ich dich nicht umdrehen. Schluss jetzt. Otto, echt? Ja, wunderbar. Dann einmal nach rechts drehen. Sehr schön. Nee, das ist aber auch wieder 88%. Auf jeden Fall müssen wir den wahrscheinlich wieder. Was heißt auch wahrscheinlich? Nein, den müssen wir wieder bei Gelegenheit reparieren. Nicht nur wahrscheinlich, wir sollten vielleicht dann jetzt auch ein bisschen langsamer hier fahren. So, gerade im Sommer. Okay. Sehr schön. Direkt rüber.
Also solange ihr auf jeden Fall hier über die gelbe Markierung fahrt, sehen euch die Mechs nicht. Fahrt ihr ein bisschen weiter rechts, könnte das schon anders aussehen und tödlich enden. Im Übrigen weiß ich jetzt auch, wofür hier unten das in A4 das Kästchen ist. Das ist ja, wie gesagt, das Flughafengedönse da. Da kann man sich anscheinend eine Fluglizenz und ein Flugzeug erwerben, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ah, nein, 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 noch nicht schon wieder, nein! Alter, ey. Mann, das war... Natürlich, jetzt hängen wir im Zaun fest. Natürlich, und nur noch auf 83% runter. Ich liebe es. So, wir fahren jetzt aber auch nicht querfeldein, wir fahren jetzt hier über die Straße hoch. Richtung Bunker. Das ist mir jetzt ein bisschen sicherer, als wenn wir da wieder komplett durch die Pampa fahren. Wasser. Das Auto hat ganz schön gelitten, vor allen Dingen vorne Motorhaube. Ich sehe es ja ein. Wir müssen entweder langsamer oder vorsichtiger fahren. Oder am besten beides, dann funktioniert das auch. Das könnte dann sogar besser sein. Ne? Wobei ich mittlerweile echt sagen muss, also ich habe mich ja wirklich auf den Rager gefreut, dass der neu wieder reinkam. Und aber das Fahren mit dem Rager, das ist doch jetzt nicht wahr. Ist gerade echt total unangenehm. Also da finde ich den Lader, nee, den Leica besser, weil irgendwie bremst der besser, der, weiß ich nicht, reagiert schneller. Hier bei dem Rager habe ich echt absolut die Probleme. Natürlich, wenn man... Ja gut, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde vertrödelt, um an Schraubendreher zu kommen. Naja gut, ist jetzt diesmal so gelaufen, aber dafür haben wir jetzt die nächsten Male Ruhe und brauchen das dann nicht mehr. Und ansonsten, wie gesagt, müssen wir das nächste Mal verschieben und gucken, dass wir dann tatsächlich irgendwie neue, ups, Schraubendreher suchen. Hallo, daran. So. Aber jetzt für heute, ich wollte jetzt nicht, dann hätten wir nämlich wahrscheinlich wirklich anderthalb Stunden gebraucht. So. Oder vielleicht sogar länger, um irgendwelche vernünftigen Schraubendreher zu finden. Deshalb habe ich mich heute wirklich mal für diese Situation hier entschieden. Sollte das demnächst nochmal passieren, werden wir nichts mehr kaufen. Definitiv nicht. Ich mache da direkt mal wieder auf. Datenleser hacken, ja, ja. 60 durch 2, warte mal, was ist denn, wenn wir das hier nehmen? Ja. Ach nee, das ist ja geteilt durch Schädel. Mal 2. Da haben wir 180. Jetzt müsste ich nochmal durch 2 haben. Ja, passt. Super. Wunderbar. Erste Türe hat direkt geklappt. Sehr schön. Ich bin begeistert. So, wir sind wieder back in the hood. Nein, nein, Quatsch. Wir sind back in the bunker. So, dann ja, machen wir jetzt unser Bestes draus. Ne? Durchsuchen. Würde das so feiern, wenn ich mal hier draußen irgendwie so ein Teil finden würde, so ein Modul, Speichermodul Gedöns, ein Zweier oder ein Vierer von mir aus. Das Problem.
Problem oder das Ding ist, wenn ich das jetzt richtig so noch Erinnerungen habe, können die Dinger überall drin sein. Also die müssen nicht nur in den... Grüße. Die sind halt nicht nur in den Lagerräumen, die können halt auch in jedem einzelnen Paket liegen. Also ich weiß nicht, ob hier draußen, aber drinnen auf jeden Fall. So. Dann hacken wir mal. 120, also minus 40 wäre das. Oder geteilt durch 2. Ne, der Dead minus 20. So. Oh Gott. Jetzt habe ich schon wieder diesen blöden Denkfehler. Was soll denn das? Minus 20. Dann habe ich aber, das ist falsch. Warte. Mal 2 geteilt durch. Ne, das ist geteilt. Ach Mann. Ich habe das jetzt echt langsam faxendicke hier. Oder sind wir bei 80, 320? Gibt da, nee. Das sind 160 minus 40. Oder plus 100? Nee, ich bin jetzt ganz raus. Jetzt habe ich wieder. Jetzt kriegen wir gleich einen Razor. Minus 40, das wäre minus 20 nur. Plus 100 sind wir bei 260 geteilt durch 2 mal 2. Nein, umgekehrt. Ah, ja. Sehr schön. Das Blöde ist tatsächlich, man hört den Alarm nicht, ne? Man hört diese blöden Alarme nicht. Es ist Wahnsinn. So, 240 haben wir. Das ist schon wieder blödsinnig, weil... Plus 10 mal 2. Ja doch, ist richtig. Wunderbar. Da kommt tatsächlich Brenner gerade. So, auf meinen Freund habe ich natürlich schon gewartet. Ich begrüße ihn jeden Morgen immer gerne. Wenn du jetzt da unten die Tür wieder zumachst, du Arsch, ne? Dann kriegen wir 2 Krach. Ich hoffe, der kommt nicht ganz hoch. Komm, hau ab, geh. Geh nach Hause, schlaf wieder. Ich kann dich hier gerade nicht gebrauchen.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist der gerade gegangen, oder? Anscheinend, oder? Eine Sekunde unaufmerksam und schon ist Brenner da wieder weg oder so. So, komm, wir trinken direkt mal hier so ein Einer-Trink. Ach ja, den müssen wir auch noch durchsuchen. Vielleicht hat er ja die Keykarte. Natürlich hat er nicht die Schlüsselkarte. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Maske brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Okay. Ich gucke jetzt mal direkt in dem Teil nach, wo bis jetzt eigentlich immer die Karte drin war. Oh, da ist diesmal nichts drin. Das ist, sehr schade, sehr merkwürdig. Ich finde das leider nicht gut. Da müssen wir jetzt tatsächlich weiter gucken, wo die Karte ist. Das ist doch... Echt jetzt? Also heute will uns das Spiel, glaube ich, komplett ärgern. Hier. Ah, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie funktioniert heute gar nichts. Erst keine Schraubendreher. Dann kriegen wir die Türen wieder nicht auf. Dann schalten wir zwei Razer aus und Brenner kommt direkt zu Besuch. Und dann jetzt zum grünen Abschluss wäre es noch super gewesen, wir hätten die Karte nicht gefunden. Das wäre, glaube ich, super GAU heute gewesen. So. Ja. Was ist das? Das ist eine 400er. Nee. Oh Mann, ey. Gucken. Da gucken. Da gucken. Eine 600. Ah ja, komm, die nehmen wir jetzt einfach wieder mit. Wir sollten jetzt aber vielleicht wirklich demnächst die 600er und so alle liegen lassen und nur noch 800er und 1000er mitnehmen. Wobei 1000er haben wir schon ewig nicht mehr gefunden. Haben wir gerade mal zwei Stück von. So. Dann jetzt einmal A und B. Sehr schön, wir haben wieder Licht. Und wahrscheinlich gleich direkt 10 mal wieder falsch. Bin. So. Ah, der Brenner hat die Tür aufgelassen. Wir gucken direkt nochmal hier. Alter, echt jetzt? Ist doch jetzt nicht den hier fucking Ernst, oder? Natürlich! Scheiße. Sag mir doch mal einer, warum in der Küche urplötzlich Springer rumlaufen. Ey, das ist doch nicht mehr lustig.
finden. Ach, schon mal direkt ein Zweier-Int. So. Alter, was war das denn jetzt für ein Blödsinn? Das ist auch mal richtig geil, ey. War richtig und trotzdem wird Alarm ausgelöst. Also, das sind ja wieder Dinger, die ich liebe, ne? Das liebe ich jetzt nicht so, aber der Brenner ist wieder da. Alter Walter! Komm, Brenner, verzieh dich. So können wir besser seinen Arm sehen. In der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. Ne, so sehen wir wieder gar nichts. Da steht er auf jeden Fall. Sehr schön, er geht wieder. So, ein Waffenreparaturset, das ist sehr schön. Ne, die Dings nehme ich jetzt gar nicht mehr mit. Die Lichtmaschinen, die liegen hier irgendwie gefühlt immer drin. Wir sind gleich schon wieder voll, oder was? Ach man, nee. Noch ein neues Set. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, wo dieser Drecksspringer da ist, ne? Oh, eine MP-Granate, das ist schön, die nehmen wir mit. Aber die hilft uns, glaube ich, Brenner nichts. Oh, echt jetzt? Mach nicht solche Sachen, ey. Ich hoffe einfach, dass der hinten in der Küche ist, bitte. Wunderbar. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schraubendreher, eine 600er Sicherung. Noch eine 600er. Oh. Das war jetzt definitiv eine 800er. Nicht der Springer. So. Erstes natürlich wieder gucken, ob er da festbackt. Nein, tut er nicht. Das ist sehr schön. Aber wir müssen dann doch wieder zurück, weil wir müssen jetzt 10 noch mit anmachen. Das war jetzt natürlich blöd. Wenn ich wüsste, wo der Arsch ist, ne? Ich sehe schon kommen. Er kommt gleich irgendwo raus und springt sich bei uns in den Rücken. Staffel bedienen, wenn ich jetzt 10 noch dazu schalte. Wie lange haben wir noch? Hallo, ich möchte gucken, wie lange wir noch haben. Oh. Das wird jetzt hier wieder nicht angezeigt, oder was? Ach, das ist doch Banane. Wir werden es einmal probieren.
ist auf jeden Fall auch einer. So, 8, 4, 1, 4, 1, 8, 1, 8, ganz schnell weg. So, da unten geht auf jeden Fall die Tür. Da ist auf jeden Fall jetzt der Blödmann. Da hinten ist, glaube ich, auch ein Dings rausgekommen. Also unten gehen auf jeden Fall die Türen. Das heißt, Brenner ist auf dem Weg. Kabel fertig, nee, irgendwie nicht, aber oh toll, genau, jetzt sieht er uns auch noch. So. Stimmt, wir hatten eben den hier gelootet, aber nicht wirklich geguckt, ob da Loot drin war, ne? Ey. Ist der jetzt da in dem Raum oder wo? Ey, ich weiß gar nicht mehr. Oder ist er doch über uns oder... Ah, jetzt ist Brenner da, okay. Dann werden wir definitiv warten. Ich hab keine Lust auf Brenner. Aber ich glaube, wir müssen eh gleich nochmal Sicherung wechseln, ja. Es bringt alles nichts mehr. Brenner ist schon wieder weg, oder? Ich hoffe es zumindest. Das Problem ist, das blöde Gelächter kommt irgendwo von da. Ich weiß halt nicht. Wo genau von da? Hm, okay. Sicherung durch. Dann neue rein. Dann A, B, C. Und auf ein neues. Ich sage, der könnte auch da in dem Raum sein. Er könnte da irgendwo drin sein, vor allen Dingen da hinter den... in der Küche. Ich glaube, da ist er auch drin. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, super. Super, ich habe Schmerzen, natürlich. Nimm das Schwert in die Hand und jetzt Heidewitzka. Dummsack. Da, echt, ey. Kann doch nicht sein, dass der mir da so... Zwei C2-Verletzungen, okay. Gesundheit. Ich würde sagen, wir laufen nochmal kurz komplett zurück. Bringt hier gerade alles nichts. So, kurz schließen. Mal kurz alles aus. Denn ich würde jetzt tatsächlich gerne erstmal hier heilen. 1, 2, 3, 4.
Int-Verbesserung. Achso, ja klar, wir haben die Int verbessert, genau. So, wir haben Schmerzen, wir haben Blutungen, wir sind bei 82 Gesundheit. Das sollte eigentlich doch ganz gut ausgehen, hoffe ich. So, wo ist denn jetzt meine Verbandsgedönse hier? So, 1 und 2, dann nehmen wir jetzt diese und machen 1, 2, 3, 4. Es war aber jetzt echt so ein kleiner Drecksack, ne? Der Razor. Kommt da einfach von irgendwo angelaufen? Hat der uns nicht direkt angesprungen, hat war alles. So. Ja, das Problem ist tatsächlich, ne? So, ich hätte gern die Schere in die Hände genommen. Dann hätte ich gerne das hier so Lappen zerschneiden. So, dann nehmen wir die nämlich direkt mal auf. Quatsch, das Ding hier und dann desinfizieren. Desinfizieren. Desinfizieren und das auch desinfizieren. Ach nee, das ist leer, dann kann das jetzt endlich mal raus. So, dann jetzt das hier desinfizieren. Wunderbar. So, für die nächste, wenn wir Pech haben. Gut, dann, ich möchte mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht hinlegen, ne? Wegen dem Springer da möchte ich mich definitiv nicht hinlegen. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, bei Gelegenheit jetzt vielleicht neue Munition beim Händler kaufen zu fahren. Wir haben jetzt nur noch 50 Schuss. Ich hoffe, damit kommen wir jetzt doch nochmal durch den Bunker, aber ich glaube schon. So. Das Ding hier können wir direkt mal reparieren. Eigentlich ist es ja reinigen. So. Wir haben. Ja, der. Genau. Sobald wir dann jetzt gleich später irgendwie eine Werkzeugkiste finden sollten, sollten wir gucken, dass wir hier den Schalldämpfer mal reparieren. Was ist denn jetzt hier bitteschön mit Gesundheit? Ich höre gerade keinen Springer. Ich versuch's einfach mal, weil das geht ja so eigentlich hoffentlich schneller. Hoffe ich. Mann, ey. Wenn wir das wenigstens hinkriegen, dass es nur noch C1 ist, ne, dann wäre das ja auch schon ja, nicht so verkehrt. So. Aber dass das immer so lange dauert, bis der Blödsinn da irgendwie, weiß ich nicht. Ja, verheilt ist natürlich Dauerteilung immer ein bisschen was. Das ist, aber es ist halt nervig, wenn du gerade wirklich so denkst, so, ich möchte jetzt weiter und kommst nicht weiter, weil du erstmal Verletzungen aushandeln musst, behandeln musst, so. Ja, ich sage, bis jetzt haben wir noch kein Glück, ansonsten müssen wir wirklich nachher das Teil hier wieder aufladen. Also wenn ich es jetzt damit versuche anscheinend. Aha.
Achso, wenn ich es jetzt selber versuche, habe ich. Oder? Ja, Moment, ist das, wenn ich das selber versuche und das beim Arzt? Ich glaube, ich kann es anscheinend auch selber versuchen, wenn ich das richtig verstehe. Also, das würde für mich heißen hier: BCEU-Aufrüstungsversuch, Chance von 12,5%. Dass ich selber dann 12,5%ige Chance hätte, das aufzurüsten. Und das hier macht dann der Arzt oder so. Dafür müsste ich dann aber kaufen. Aber so langsam, aber sicher geht unsere HP wieder hoch. Wir könnten aber doch mal gucken, ist hier eigentlich... Ah, guck mal, doch. Es scheint anscheinend doch so ein bisschen auch im Hintergrund weiterzulaufen. Konstruktion 4% haben wir nämlich jetzt schon. Die haben wir bestimmt nicht, weil wir hier irgendwie jetzt gebaut haben. Und Aufmerksamkeit haben wir auch 6% Experte. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, das ist gut, dass man ihn auf jeden Fall so hochkriegt. Aber es wäre natürlich geiler, wenn wir die dauerhaft so hoch hätten. Wäre so zumindest mein Ziel. So, jetzt sind es nur noch C1-Verletzungen. Dann können wir uns ja jetzt mal auf den Weg machen. Achso, ne, Moment halt. Wir müssen erst noch hier Schalttafel bedienen. A, B und C anmachen. Da. Hab ich schon mal gesagt, dass ich... Ich glaube, das ist der da, ne? Ja, das ist der Springer, definitiv. Der kommt von mir aus auch da bleiben. Da. Den hat man schon durchsucht, okay. Dann. Echt jetzt? I hate it. Unten geht schon wieder die Türe auf, das heißt, Brenner ist auf jeden Fall auf dem Weg. Müssen wieder warten. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche Codes ich jetzt da hinten durch die ganzen Verletzungen und so und durch das ganze hin und her. Ich habe tatsächlich echt irgendwie verloren. Also die Orientierung verloren, welche Zahlen ich schon hatte, bin ich ganz ehrlich. Weil da draußen meckert jetzt auch irgendwo eine Ziege. Ist ja nicht so, dass ich schon so oft versucht habe, irgendwas zu jagen, aber irgendwie nie Jagdglück hatte. Was ist denn mit Brenner? Kommt der heute noch? Warte, da ist er, glaube ich, gerade, ne? Es müsste er, glaube ich, gerade gewesen sein, wenn man das so schemenhaft, vernünftig halb erkennen kann. Wir gehen einfach mal nach vorne gucken. Oh, dieser Pieper, ne? Ich krieg da bald einen Affen dran. Ah, da ist Brenner. Der geht gerade, okay.
Es ist schon super geil. Der Razer ist jetzt wieder weg. Ich wette mit dir, der kommt gleich wieder angehüpft und ich habe den dann wieder auf mir oder so. Da gehe ich gerade tatsächlich von aus. Sag mal, warum geht der denn immer wieder aus der Zoom-Haltung? Das kapiere ich gerade nicht. So. Das hat man, ich glaube. Das könnte der Grund gewesen sein. Wir haben keine Ausdauer mehr. Aber die ganze Zeit so. Unten geht schon wieder die Tür auf. Ich hasse Brenner. Aber ich möchte da jetzt trotzdem rein. Das ist mein Problem. Ja, ich hoffe halt immer noch, dass wir da halt ein Zweierteil finden oder so. Das wäre ja ganz gut, aber irgendwie. Mal ganz ehrlich, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen näher ran. Solange der jetzt nicht in unsere Richtung kommt, ist doch alles gut. Sehr schön. Ach du Scheiße. 600er, 800er, Essen, Antibiotika. Yes, ein Vierermodul. Das ist doch genau das, was wir wollten. Es geht auf jeden Fall dann schneller wie das, was wir jetzt haben. Dann machen wir jetzt erst das Vierermodul. Das Einzige, was wirklich schade daran ist, muss jetzt erstmal was gucken hier. Ne, wir müssen zurück und das relativ schnell, weil hier geht gleich alles zu.
Wir warten jetzt, bis das Ding ausgeht. Hauen eine neue 800er oder 600er rein und gehen einfach schnurstracks geradeaus durch, weil das, dann sind wir nämlich so gut wie fertig. Und dann gehen wir eine Etage tiefer. Gut, also wir haben jetzt auf jeden Fall das Vierer-Ding. Das ist halt, ich finde es schade, dass man das nicht so direkt drüber packen kann, ne? Dass das nicht irgendwie so da drauf geht, also dass man das drauf ziehen kann. Das meine ich. So, weißt du was? Wir haben ein 8er-Modul. Das packen wir mal in die kurze Hose für irgendwann mal. So, die Sicherung. Wir brauchen ja jetzt nur A, B und C, damit ich bis hinten durchkomme. Wenn wir hinten durch sind, machen wir wieder aus. Wir müssen gleich auch mal gucken, wie viel Zeit die Karte noch hat. 29 Minuten, ja, sollte reichen. So. Dann direkt hier rein. Schon wieder ein Helm, super. Das würde ich tatsächlich gerne mal mitnehmen wollen. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ne, das Bushman lassen wir hier. Noch eine EMP, okay. Das hier können wir vielleicht auch einen Rückweg machen oder so. Pass auf, wir machen jetzt hier A, B, C aus. Ne? C aus, habe ich gesagt, nicht an. Müssten wir auch knacken. Das Problem ist dann. Doch, da waren wir einmal drin, fällt mir gerade auf. Ein einziges Mal waren wir da mal drin. Tatsächlich vielleicht wirklich mal aufhören, hier die Dinger zu durchlooten, zu looten. So, und ich sehe es jetzt schon kommen. Also wir haben ja jetzt das Viererteil, ne? Ich sehe es schon kommen. Morgen, wenn wir dann hier reingehen oder so, damit wir das zweite von vier machen, gehen wir dann nur plötzlich ein Zweier oder so. Nur um mich zu ärgern. Obwohl, warte, wir sollten langsam weitergehen. Definitiv. Und zwar ganz, ganz langsam. Scheiße, da unten ist ein Razor. Wo ist er? Wo kommt er da? Alter. Was war denn das jetzt schon wieder, ey? So. Er hat wieder eine End-1-Stufe, okay. So, die machen wir jetzt gleich mal. Alle nackig. Wo ist er? Der da? Den machen wir jetzt einfach mit dem Katana. Der hat die Karte. Das ist sehr schön. Warum der wieder runterhüpft, kann mir keiner sagen, oder?
So, dann gucken wir jetzt. Ernsthaft. Verdammter Hackebrenner kommt. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß es ehrlich nicht. Warum war jetzt Brenner da? Mit welcher Begründung? Ey, Kacke. Kackt mich doch ich schon ein, ey, weißt du, und dann kommt da noch so ein Brenner. Alter, ich hoffe, der ist unten wieder zurück durch. Der einzige Vorteil, den wir gerade haben, ne? Das ist, ja, hier ist überall der Strom aus, das heißt. Ja. Das heißt, hier läuft uns zumindest nicht der Strom ab. Uah. Jetzt ist aber langsam gut hier. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will doch nur das Ding da bitte schön einmal auffüllen. Da nämlich jetzt keinen Startsack draus machen. Ich finde das eh mal geil, dass hier trotzdem irgendwie alles beleuchtet ist, so ein bisschen. Ja, das kommt sehr gut. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier auf. Für den Fall, dass Brenner kommt, nicht schlimm, weil dann können wir wieder hier rein. Suchen aber jetzt auch erst nochmal hier die Kisten. Noch ein Kompass, okay. So, ein MAE hätten wir zumindest noch mal da. 600er Mütze. Das Teil. Das, das. Das. Die brauchen wir nicht. Hatten wir eigentlich mal nachgeladen? Natürlich nicht. So. Dann, was? Nein, halt. Sicherung entfernen. Ich weiß nicht. Doch, eine 600er können wir reinpacken. So. Dann, wir brauchen A und H, glaube ich, ne? A und H. Sehr schön. Dann machen wir jetzt das Viererteil. Und dann bleiben wir auch erstmal bei dem Viererteil. Ja.
Hey, Brenner dürfte hier nicht reinkommen, ne? Glaube ich. Achso, ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht erstmal hier um die Ecke gucken, bevor wir looten. Wäre jetzt geil gewesen. Wir hätten gelootet und plötzlich kommt von hinten irgendwie killt uns. Das wäre eigene Dummheit gewesen. Aber okay. Wir haben, oh, wir haben hier wieder einen Rucksack in die Hände nehmen. Ja, den nehmen wir mal in die Hände. Den nehmen wir gleich wieder mit. Den schmeißen wir da wieder irgendwo hin. Dann können wir gleich doch noch ein bisschen looten. So, erstmal bitte dahin. Alter, Brenner, halt's Maul! Dem sein Gegrummel und Gemecker, ne, das ist. Das könnte jetzt auch wieder Geschnarche von dem sein oder so, oder? Ich glaube, bewegen ist es nicht. Zumindest. Mach mal kurz dazu. So, warte. Ja, ja, ich weiß, es erfordert ein BCU-Modul. Das haben wir jetzt. Wir haben jetzt das Vierer. Das nehmen wir jetzt in die Hände. Hauen das da mal drauf. So, super. Jetzt haben wir 1 von 4. Besser wie 1 von 8. Und obwohl, ich sehe gerade, in 4 Stunden können wir hier wieder. Okay, hier ist die Zeit verkürzt worden. Das heißt, ich könnte eigentlich, ja, dann seid ihr aber nicht dabei. Ich wollte gerade sagen, ich könnte eigentlich Brenner, bitte. Ich könnte eigentlich mittags dann oder nachmittags, also in 4 Stunden, das wäre 15 Uhr knapp. Könnte ich hier noch mal reingehen? Ach du Scheiße, sag mal. Aha, habe ich was verpasst? Warum sind hier gerade so viele eklige kleine Zombies? Jetzt habe ich sogar schon 2 Rucksäcke. Das läuft, ey. Das ist. Ich nehme den grünen. Ist mir egal jetzt. Grün. Ich habe mich für grün entschieden. So. Gut, ich glaube, dass Dreamy und Team hier das halt auch ein bisschen leichter gemacht haben oder schneller gemacht haben, dass man hier vielleicht öfter looten kann. Gehe ich jetzt mal von aus, weil normalerweise, also bei uns auf dem Server war es ja damals Standard eingestellt, das waren 15 Stunden oder so. Oder die Entwickler haben es natürlich, jetzt kann natürlich sein, dass sich so viele beschwert haben, dass die Entwickler das, Brenner, ist jetzt Ruhe, du störst. So, dass die Entwickler gesagt haben, okay, 15 Stunden ist zu lang, wir kürzen das auf 4. Ich weiß es nicht, ich betreibe zurzeit, wie gesagt, auch keinen Server mehr selber, deshalb bin ich da ziemlich ratlos. Das heißt ratlos, ich habe keine Ahnung. Sagen wir es so. Alter Falter, ich könnte Brenner nicht mal einfach ein bisschen ruhiger sein da. Ein bisschen ruhiger interagieren. Nicht so rummeckern da. Ach du Heilige. Der ist natürlich voll geil hier. So, in die Hände nehmen. Da sind wir dann auch durch. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, warum jetzt hier urplötzlich so viele einzelne Zombies sind. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Aber die haben anscheinend Bock auf mich, deshalb. Ah, den nehmen wir mal mit. Ja, ja, komm du her, komm ruhig her. So, ja, komm du auch.
Wenn ich schon einmal dran bin, dann kann ich euch ja hier so. In die Hände nehmen. So. Dann bediene ich euch halt einfach alle mal. So, 400. Wollte aber eigentlich noch... Warte, ne, ich muss kurz gucken, dass ich da hinten reinkomme. Hier wollte ich nämlich eigentlich noch rein, bevor die Sicherung gleich platt geht. Ja, ich hab's fast gewusst, Tornike. Obwohl, wie war denn das gestern bei der... Essen? Ich weiß zwar nicht, wie hier eine Birne reinkommt, aber okay. Was wollte ich denn gerade sagen? Achso, ja genau, gestern die Tourniki, die wir genutzt hatten, glaube ich, bei der C4, die hat auch nicht komplett weggemacht, ne? Irgendwie weiß ich noch nicht. So, weg damit. Jetzt, wir gehen auf jeden Fall vorne gleich nochmal rein. Links, das Ding dahin. Das Ding dahin. Noch mehr Batterien. Mhm. Tabletten natürlich. Da durchsuchen. Ach, dass die unten ewig diese blöde Tasche findest, ne? Das ist auch irgendwie nicht normal. So. Gut, dann hüpfen wir mal. Na, wir hüpfen gar nicht. Wir machen erstmal hier ein bisschen was. So. Hier ist Herren- und Damen-Toilette. Ah ne, das hatten wir schon, dann das. Vernünftigen Rucksack, einen großen würde ich jetzt auch noch mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Also da würde ich nicht nein sagen. Hätte den ganzen behalten. Armbrustbolzen kannst du auch behalten. So, ich glaube, die Armbrust wäre natürlich verdammt gut, wenn du hier gegen Razor kämpfst. Aber dafür müsste man die schneller nachladen können, weil so bringt das gar nichts. Ist jetzt bald platt, dann müssten wir gucken. Wir sind hier, wir brauchen dann A, B, C. Okay, dann Sicherung entfernen. In die Hände nehmen. Einlegen. Gut. A, B, C. Ich weiß gar nicht, wie... Nein. So rum. Inventar öffnen. Ja, da ist noch ein bisschen was drin. Obwohl, ganz ehrlich, den lassen wir jetzt... Was? Den lassen wir hier liegen und hauen da einfach jetzt noch Zeug rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Dann gehen wir nämlich jetzt einfach mal da weiter gucken. Für den Fall der Fälle, aber hier ist nichts. Ups, so, durchsuchen. Durchsuchen. Ja, heute leider durch Trödeln und sowas. Ein bisschen Verzug hier im Bunker. Razor. Das
ist das eine Armory? Ich will aber eigentlich gar nicht in die Armory. Ich möchte da in das Ding rein, wenn ich ehrlich bin. Wir versuchen das jetzt einfach mal. 406064640. Ah, 640 brauche ich noch. Verdammte Hacke, 640. Warum kommt der Arsch denn von da? Was ein blöder Sack. Ach, scheiße. Wir sind gleich sowas von tot. Es kann doch nicht sein, dass der Urplatz von hinten kommt, ey. Alter, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und der steht noch da, verdammte Hacke. Natürlich kommt der jetzt hier lang, der Arsch. Ist doch jetzt nicht dem sein Ernst, oder? Doch, es ist sein Ernst. Warum kommt der von hier? Alter, ey. Ich finde es aber schon clever, dass der dann urplötzlich da irgendwo auftaucht, ey. Das ist... Boah. Das war jetzt echt nicht wahr, ey. Herzattacke, alles irgendwie zur gleichen Zeit. Das ist ein Achter, das lassen wir mal hier. Aber das Problem ist, wenn du hier drin bist, anscheinend hast du jedes Mal direkt einen Razor vor der Tür. Natürlich, ich bin nur wegen der Lichtmaschine hier reingekommen. Ey, ernsthaft, die mit den Lichtmaschinen hier drin, ne? Das ist echt, finde ich langsam den Hammer. Wenn man hier wegen Lichtmaschinen reingeht.
Oder hier Metalldetektoren. Ja, super. Ja, was war das? Eine 400? Die können wir hier lassen. Super. Das nehmen wir noch mit. Wir könnten vermutlich, denke ich mal, wirklich ganz viel Geld machen mit den Medikamenten. Dafür müssen wir gleich erstmal lebend hier raus. Toll. Mist, 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 Mist. Das Ding hier raus, weg. So, da rein. Prioritäten setzen. So, dann hier nochmal das Ding. Aber da mit Brenner, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gerade echt die Hose voll gehabt. Wieso kam der Urblitz von hinten? Der kam doch sonst auch immer von hier. Rindereintopf, was brauchen wir denn nicht? Kommt das Ding da? So. Essen können wir immer gebrauchen. Schmerztabletten, wunderbar. Nochmal Tabletten. 800er Sicherung nehmen wir auf jeden Fall mit. Die lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Wieder nur ein 8er Modul. Ey, das ist echt langsam lachhaft. Also die 8er Module leider viel zu häufig. Das können wir jetzt auch nicht mitnehmen, ist mir egal. So. Zumachen. Zumachen. Razor. Aber das ist schon echt lustig, wenn du gewohnt bist, dass der Brenner von da kommt, und dann kommt der Urblitz von da, da hast du schon ja, ein bisschen Arschkarte, würde ich sagen. Ich hatte gerade echt schon so einen Kackstift, der anfing zu schreiben. Sagen, kommen hier eigentlich ganz gut durch. Ja, das war scheiße. Das war jetzt absolute Scheiße. Oh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass hier oben noch ein Razor steht. So. Das Ding auf die 2. Das Ding durchsuchen. Alter Falter, ey, der hat mich jetzt aber in die Hände nehmen. Ah, eine C2 haben wir. Wir müssen auf jeden Fall... Ne, nicht so schnell. Ich möchte jetzt nicht sterben. A, B, C. So. Gucken, dass wir hier rauskommen. Was mach hier auf? Hier wieder raus. Hier machen wir mal kurz zu und verbinden kurz unsere Runde. Es sei denn, das blöde Vieh kommt jetzt hier rein. Ist mir jetzt, glaube ich, egal. 1, 2, 3, 4. Sicherung ist... Oh, what? Konnte das denn jetzt passieren, dass die Sicherung so schnell platt war? Hatten wir da nicht eben noch mehr wie halb voll? Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal 1 von 4. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch, was haben wir heute? Montag? Nee, Quatsch, Dienstag ist heute, ne? Das heißt, wir brauchen nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oh, Freitag kommt genau hin, dann haben wir fertig. Und dann können wir das erste Mal aufwerten gehen. Dieser blöde Springer geht mir so auf den Piss.
heute machen wir das Ding da auch nicht mehr wirklich fertig. So, einfach nur rauslaufen. Und, warum ist hier oben die Tür zu? War hier eben noch jemand drin? Außer mir vielleicht? Keine Ahnung. Das würde vielleicht auch erklären, warum wir nur noch so wenig Zeit hatten, um rauszukommen oder so. War jetzt wirklich nur noch aufmachen, zweimal durchgehen und weg. So, aber wir sind ja heute schon, oh Gott, wir sind verdammt im Verzug, im Überzug, nein, im Langzug, genau. Wir sind schon bei 1, keine Ahnung was. Deshalb würde ich das jetzt gleich hier sogar direkt beenden. Ich fahre heute nicht nach Hause, wir fahren heute nirgendwo hin. Wir machen von hier aus Feierabend und ja, machen morgen direkt hier weiter. Dann braucht man nämlich nicht auch hier hinfahren. Das hat dann natürlich auch einen Vorteil. So, das Ding da, das raus. Das darüber. Dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn es euch natürlich gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir natürlich einen Daumen da lassen. Wenn ihr gerne weiteren Folgen verpassen wollt, dürft ihr mir auch gerne ein Abo dalassen. Das kostet nichts. Ihr geht damit keine Verpflichtungen ein. Ihr müsst weiß ich nicht, wie viel Kohle an mich abdrücken oder so. Nein, nein, alles nicht. Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch dann morgen wieder begrüßen dürfte. Wir gehen morgen wieder, wie gesagt, nochmal rein und gucken, dass wir das jetzt bis... Ach, scheiße, jetzt habe ich hier meine Medizin rausgenommen. Fällt mir gerade auf. Die... einmal Antibiotika und einmal Schmerzmittel sollten ja da drin bleiben. So, aber nicht vom Thema ablenken. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Dann wäre es schön, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und ich euch dann wieder begrüßen darf. Bis dahin sage ich erstmal, ich wünsche euch einen schönen Dienstagnachmittag. Wir sehen uns, wer mag, morgen wieder. Bis dahin sage ich erstmal, ciao. Der Falli.